Oggersheim, 4. Juli 2001. Vormittags um 10.30 Uhr telefoniert Hannelore Kohl mit dem Chauffeur ihres Mannes. Ihr letztes Gespräch. Es geht um den jährlichen Urlaub am Wolfgangsee. In 14 Tagen soll es losgehen. Doch Hannelore Kohl hat nicht vor, zu verreisen. Ihre Abschiedsbriefe sind längst vorbereitet. 20 insgesamt. Sie deponiert sie auf dem Schreibtisch in einem neutralen braunen Umschlag. Alle tragen das Datum heute. Am Abend zieht sich Hannelore Kohl in ihr Schlafzimmer zurück. An die Tür klebt sie eine Nachricht. Ich will länger schlafen. Bitte nicht stören. Kurz vor Mitternacht schluckt sie Tabletten. Eine tödliche Dosis. Im Abschiedsbrief an ihren Mann schreibt sie: Ich habe lange über diesen Schritt nachgedacht. Glaube es mir. Es fällt mir sehr schwer, dich nach 41 Ehejahren zu verlassen. Aber ein langes Siechtum in Dunkelheit will ich mir und dir ersparen. Bilder einer wohlbehüteten Kindheit. Hannelore Kohl, geborene Renner, wächst in Leipzig auf. Ihr Vater Wilhelm tritt nach Hitlers Machtübernahme in die Partei ein und macht eine steile Karriere als Ingenieur. Um die Erziehung kümmert sich Mutter Irene. Sie stammt aus gutbürgerlichem Hause und gibt dem einzigen Kind feste Prinzipien mit auf den Lebensweg. Selbstdisziplin, Loyalität, Treue. Als ich ungefähr, ich glaube, 3 Jahre war, zog Familie Renner eine Etage über uns ins Haus herein. Und ab da waren wir Spielkameraden und Sandkisten-Freundinnen. Wir haben wunderbar zusammen gespielt und wir hatten einen Garten und asphaltierten Hof, waren den ganzen Tag unterwegs und haben also alles gemacht, was Kinder gemacht haben. Also wir mochten uns fertig. Eine unbeschwerte Kindheit. Bis der Krieg nach Leipzig kommt. In den frühen Morgenstunden des 4. Dezember 1943 fliegen alliierte Bomber den bisher schwersten Angriff auf die sächsische Metropole. Weite Teile der Stadt werden zerstört. 100.000 Menschen verlieren ihr Zuhause. Wir standen als Kinder natürlich völlig verschreckt in einem fürchterlichen, nicht enden wollenden Feuersturm. Dann sind wir wenige Tage später beide aus der Monkbystraße weggegangen und für mich aufs Nimmerwiederbesehen. Wir sind ja dann nicht zurück, weil 1945 diese Wohnung auch mit zerstört war. Damit war alles, was ich als eine beschützte, behütete Kindheit bezeichnen würde, ja, damit war ein Lebensabschnitt für uns alle erstmal komplett beendet. Familie Renner wird getrennt. Der Vater muss vorerst in Leipzig bleiben. Für seine Frau und Tochter Hannelore beginnt eine Odyssee. Schutz und heimatlos werden sie zu Treibgut des Krieges. Diese Schicksale und diese Erlebnisse von Gewalt, auch von Ausgeliefertsein, haben eine ganze Generation in Deutschland und eben auch meine Mutter als Kind ihrer Zeit, als Frau ihrer Generation geprägt. Und ich glaube, jemand wie ich, der 1963 im Frieden geboren war, wurde, der kann das gar nicht nachvollziehen, was das alles heißt an Heimatverlust, an Ängsten. Und dass diese Dinge einen Menschen ein Leben lang begleiten und auch in der Werteskala beeinflussen, das ist ganz klar. Im Juli 1945 endet die Flucht der Familie Renner in der Pfalz. Hannelore ist jetzt 12 Jahre alt. Ein Flüchtlingskind in der Fremde.
Ein Leben lang wird sie die Angst begleiten, erneut alles zu verlieren. Über 50 Jahre später kehrt die Ohnmacht mit aller Wucht zurück. Die Spendenaffäre ihres Mannes stellt für sie alles Geleistete in Frage. Noch einmal, scheint ihr, kann sie alles verlieren. Dabei hatte es so vielversprechend begonnen. Am 27. Juni 1960 heiraten Hannelore und Helmut Kohl in der St. Josefskirche in Ludwigshafen-Friesenheim. Bereits 7 Jahre kennen sich die beiden. Sie ist damals erst 16, er ihr Tanzstundenherr. Hallo Egon. Kennst du die? Wer ist denn das? Das ist ein Flüchtlingsmädchen aus dem Osten. Dresden oder so. Ein Sachsenmädchen. Helmut Kohl ist begeistert von der hübschen Blondine. Eine Aufstellung nehmen, bitte. Zu Glenn Millers In the Mood springt der Funke über. Ich heiße Kohl, Helmut Kohl. Hannelore Renner. Helmut Kohl hat eine ungeheure Begabung, ich würde sagen fast ein Genie, Leute herauszusuchen, die ihm immer treu und loyal bleiben würden, die ihm immer beistehen würden, immer helfen würden, immer fördern würden. Und ich glaube, instinktiv mehr als rationell hat er in Hannelore gesehen, das ist die Frau, die er braucht. Auch Hannelore ist angetan vom Tanzstundenpartner. Seine braunen Augen und das selbstsichere Auftreten imponieren der 16-Jährigen, die der Krieg tief geprägt hat. Eine Auswirkung ist gewesen, dass wir uns sehr früh einen starken Partner zur Seite gesucht haben oder gefunden haben und dann alles getan haben, um etwas wieder aufzubauen. Also dieser Nestbau oder Familienaufbau. Ich denke, der hatte was mit dem kompletten Verlust zu tun. Er sei damals ihr Fels in der Brandung gewesen, sagt sie später. Im April 1953 hält Helmut Kohl um ihre Hand an. Hochzeit ist allerdings erst 7 Jahre später. Bis dahin hat Helmut Kohl sein Studium beendet und einen guten Job ergattert. Als Referent im Chemieverband von Ludwigshafen. Hannelores Sehnsucht nach einer gesicherten Existenz scheint in Erfüllung zu gehen. Die parallele politische Karriere ihres Mannes nimmt sie weniger ernst. Sie hatte immer gemeint, dass diese Arbeit, also nicht die Politik, sondern die Arbeit, das wäre sein Standbein. Davon würde er sein Einkommen beziehen. Und Politik, ja, war eine schöne Beschäftigung, aber sie hatte damals keine Ahnung, wie das weitergehen würde und was es für sie bedeuten würde. Am 19. Mai 1969 wird Helmut Kohl Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz mit nur 39 Jahren. Der junge Landesvater setzt auf Bürgernähe und traditionelle Familienwerte. Die Öffentlichkeit erhält Einblicke in das private Glück der Kohls. 2 Söhne hat das Paar, Walter und Peter. Hannelore kümmert sich um die Erziehung und den Haushalt. Das Flüchtlingsmädchen aus Sachsen ist jetzt auch Landesmutter. Haben Sie denn Interesse für die Arbeit Ihres Mannes? Und ist es Ihnen möglich, mitzuarbeiten? Ich habe Interesse. Ich finde, die Ehefrau muss dem Beruf ihres Mannes Interesse entgegenbringen. Sonst kann man nicht zusammenleben, dass es auch eine geistige Befriedigung darstellt. Ihr Rollenverständnis ist schon damals nicht mehr selbstverständlich. Die Rufe nach Gleichberechtigung in Ehe und Beruf werden in den 70er Jahren immer lauter. Die Emanzipation hält Einzug in Deutschland.
Nicht so im Hause Kohl. Hannelore stellt sich voll und ganz in den Dienst ihres Mannes. Ich mache das, weil mein Mann diesen Job hat und ich seine Frau bin, erklärt sie. Die Politik war damals eine fast reine Männersache. Und die Frauen waren dafür da, um irgendwie ein bisschen die Beziehung zu den Wählern ein bisschen zu ölen, schöner zu machen. Und natürlich auch den Eindruck zu geben, dass diese Politiker brave Männer sind, weil sie nette Frauen haben. In der Familie Kohl gibt allein er den Takt vor. Sie folgt ihm nach Kräften. Für die Öffentlichkeit ist sie die perfekte Frau an seiner Seite. Sie war noch jung, sie war sehr hübsch. Ein Begriff, Inbegriff von der heilen Welt sozusagen. Und das ist praktisch bis zum Ende so geblieben. Dabei bringt die Politik die heile Welt der Kohls ganz schön durcheinander. So wie ihr Mann steht auch Hannelore unter medialem Dauerbeschuss. Unvorteilhafte Auftritte wie diesen schlachtet die Presse genüsslich aus. Statt ihr den Rücken zu stärken, sinniert Helmut Kohl öffentlich, ob seine Frau auf ein Leben als Kanzlergattin vorbereitet sei. Ob sie dieses Leben wolle, fragt er nicht. Doch Rebellion kommt für Hannelore Kohl nicht in Frage. Enttäuschungen begegnet sie mit eiserner Disziplin. Sie ist eine sehr herzliche Frau gewesen, hat ja immer diese Seite vor der Kamera, die extrem kontrolliert und diszipliniert wirkt. Und wenn die hier ankam, dann umarmte man sich, die war ja extrem herzlich und in der Nähe ganz, ganz locker. Also alles andere als irgendwie puppenmäßig. Das fand ich natürlich immer ungerecht, wie sie nach außen gezeigt wurde. Ich kannte sie ja anders. Die Erziehung der beiden Söhne Walter und Peter übernimmt Hannelore Kohl weitgehend allein. Die Familienidylle ist gestellt. Auftritte wie diese sind ihr unangenehm und nicht nur ihr. Klar, aber die Kameras, das ist schon interessant, aber die Arbeit dann, die sie verrichten bei uns oder in unserem Haus, das ist dann weniger interessant. Dass du jetzt zum Beispiel hier stehen musst. Ja, zum Beispiel. Es wäre völlig falsch, wenn man sagen würde, wir leben genauso wie andere. Es ist nicht nur die Abwesenheit, es gibt viele Berufe, die das auch haben. Damit kann man fertig werden. Es gibt noch mehr, es gibt die Popularität, würde ich sagen, die sich bestimmt auf Kinder pädagogisch gesehen sehr negativ auswirkt. Und ich muss da heftig gegensteuern. Helmut Kohl gibt unverhohlen zu, dass die Erziehung allein Sache seiner Frau sei. Einen Elternabend habe er nie besucht, er müsse schließlich Politik machen. Seine Kinder werden notgedrungen Muttersöhne. Meine Mutter hatte eine gewisse Strenge im Sinne der preußischen Tugenden, aber sie hatte auch eine sehr fröhliche und eine, ich sag mal, abenteuerlustige Seite. Also schon in den 70er Jahren, wo das sehr ungewöhnlich war, sind wir nach Marokko gefahren, nach Tunesien gefahren, haben Wüstentouren gemacht. Also für einen Teenager, einen Jugendlichen total aufregende Dinge in einer Zeit, wo das noch völlig unüblich war. Und meine Mutter war auch immer ein Abenteurer im Sinne von, das Neue ist interessant, das Neue ist nicht bedrohlich. Für sie war immer sehr wichtig, dass wir mehrere Fremdsprachen haben, dass wir Fachkompetenz haben. Ein Credo war, das, was du kannst, das, was du weißt, kann dir niemand nehmen. Konflikten mit ihrem Mann geht Hannelore Kohl konsequent aus dem Weg. Dabei leidet sie sehr darunter, dass allein seine politischen Verpflichtungen den Familienalltag bestimmen. Doch die Familienhygiene, wie sie es nennt, verbietet jede Auseinandersetzung. Das ist ihr Selbstkonzept gewesen. Ich denke nicht, dass sie sich da als Opfer gefühlt hat. Das gehörte einfach zu ihr. Und das, denke ich, ist sicherlich auch eine Frucht dieser doch sehr disziplinierten Erziehung.
und der Zielstrebigkeit. Erst Jahrzehnte später offenbart sie, was es für sie bedeutete, ihren Mann mit allen teilen zu müssen. 1992 sagt sie in einem Interview: Man muss vor allem warten können. Nach 4-5 Stunden echten Wartens kann man nur noch von einem Hund verlangen, dass er sich immer noch freut. Ich habe von unserem Hund gelernt. . 2001 ist das Warten noch bedrückender geworden. Dabei sah es kurz so aus, als würde es vorbei sein. Nach 16 Jahren Regierung wurde Helmut Kohl 1998 als Kanzler abgewählt. Seine politische Karriere war zu Ende, nach 5 Jahrzehnten. Endlich sollte es mehr Gemeinsamkeit geben. Lange hat sie darauf gewartet. Sie hat sich selbst aufgeopfert für seine Karriere. Allerdings würde ich nicht sagen, ich habe nie den Eindruck gehabt, dass sie sich selbst als Opfer gesehen hat. Sie hat das gewollt. Das aber hat sie nicht gewollt. Deutschland in den 70ern. Mit Anschlägen hält die Rote Armee-Fraktion die Republik in Atem. Im Herbst 1977 erreicht der Terror seinen Höhepunkt. Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer wird von der RAF entführt und nach 43 Tagen Gefangenschaft schließlich ermordet. Deutschland im Ausnahmezustand. Auch Helmut Kohl, mittlerweile Parteichef der CDU, gilt als Feindbild der Linken. Und solange es uns, die CDU Deutschlands, gibt, werden sie nicht die Macht in diesem Staat erreichen. Das private Wohnhaus in Ludwigshafen-Oggersheim wird rundum überwacht. Der Preis der Popularität ist hoch, besonders für die Kinder. In den 70er Jahren lebte ich in einem friedlichen Oggersheim, in einem friedlichen Ludwigshafen, aber in einer Enklave der Gewalt mit Morddrohungen, mit sehr viel Polizei, mit Sicherungsmaßnahmen aller Art. Und das hat dazu geführt, dass wir als Kinder völlig außen vor waren. Andere Kinder durften aus Sicherheitsgründen nicht mit uns spielen. Das haben die Eltern damals verboten, der anderen Kinder. Wir waren halt andere untergleichen. Der Vater ist in diesen Zeiten immer seltener zu Hause. Mit den Ängsten der Kinder und der Sorge um ihren Mann ist Hannelore Kohl allein. Das war eine große Belastung. Und auch für meine Mutter natürlich, weil sie einerseits in einem Politikbetrieb eingespannt war und auf der anderen Seite als quasi alleinerziehende Mutter dann noch diese Zusatzbelastungen hatte in Form von Sicherheit, in Form von Isolation und natürlich auch in Form von Ängsten, die man als Mutter selbstverständlich für die eigenen Kinder hat. Es waren sicherlich ganz harte Jahre für sie. 1982 wird Kanzler Helmut Schmidt durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Sein Nachfolger ist Helmut Kohl. Die Familie des Siegers demonstriert Geschlossenheit. Übrigens, ich muss Sie enttäuschen, ich habe nicht eine Sekunde gezweifelt, dass es so ausgeht. Für Hannelore Kohl beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sie ist jetzt die Frau des mächtigsten Mannes Deutschlands. Und ihre Söhne sind erwachsen, gehen eigene Wege. Als First Lady ohne Erziehungsaufgaben muss sie sich neu finden. Sie war nicht emanzipiert in dem Sinne, sie hatte keinen Beruf und kein selbstständiges Leben. Aber auf der anderen Seite war sie innerhalb der Ehe emanzipiert in dem Sinne, dass sie
die Familie großzog, die Kinder großzog, das Haushalt führte, alles machte, und, um den Mann den Rücken frei zu halten. Und ich glaube, sie hat da ihre Selbstbestätigung bekommen. Helmut Kohls Start als Kanzler verläuft nicht reibungslos. Nach Brandt und Schmidt nun ein schlicht gestrickter Provinzgeist? Kohl erntet Spott für seine ungehobelte Art, leistet sich manchen Fauxpas. Die First Lady haftet mit. Bald ist sie der Rauschgoldengel, die Barbie aus der Pfalz oder die Provinzzwiebel aus Oggersheim. Mode, Frisur und Smalltalk, das sind die Kategorien, in denen sie jetzt punkten muss. So, Frau Kohl, ich habe den Eindruck, wir haben uns ja vorher kurz gesehen, man kann mit Ihnen reden wie mit einem normalen Menschen. Ach ja, doch. Ja, ja. Tun das die meisten oder haben Sie ein bisschen Probleme damit, dass alle so die Zacken, Hacken zusammenhauen und sagen, oh, das ist die Frau vom Bundeskanzler? Nee, die beißen auch nicht an Nägeln. Nee. Also begegnet die meisten ganz Bürger normal, unseres Landes Ihnen ganz normal. Ja. Das tue ich hiermit auch. Frau Kohl, ich habe den Eindruck, wenn ich mit Verlaub sagen darf, Sie sind viel schicker geworden in letzter Zeit. Danke. Und einfach habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dachte ich, Mensch, sieht doch nicht schlecht aus. Und immer so ein bisschen so mehr, aber jetzt, richtig jetzt, haben Sie mehr Spaß an Mode bekommen oder habe ich mich am Anfang getäuscht? Ja, Sie sind ja auch viel schöner geworden inzwischen. Ja. Gut, alles Gute für Sie, bitte schön. Prost. Sind Sie? Bei Staatsempfängen ist Hannelore Kohl zuständig für das Damenprogramm. Shake hands mit Royals und anderen First Ladies. Auf diplomatischem Boden macht sie eine gute Figur. Die gelernte Fremdsprachenassistentin spricht fließend Englisch und Französisch, im Unterschied zum Kanzler. Dr. Helmut Kohl, Chancellor of the Federal Republic of Germany, and Mrs. Kohl, arriving! Politisch gilt sie als Leichtgewicht. Wie ihr Mann wird auch sie gern unterschätzt. Also meine Mutter als unpolitisch zu bezeichnen, ist absolut falsch. Meine Mutter war stets ein sehr politisch interessierter Mensch und sie war auch politisch sehr bewandert. Sie war auch lange Jahre ein hoch angesehener Gast auf dem internationalen Parkett. Und viele haben ja nicht zu Unrecht gesagt, sie war eine Geheimwaffe der deutschen Diplomatie. Manchem aber bleibt die First Lady zu kontrolliert, zu unnahbar. Eine Schutzmauer, die niemand durchbrechen kann. Diese Selbstkontrolle, von der Sie immer sprechen, verhindert ja, oder erschwert doch Gefühlsausbrüche. Was heißt hier Gefühlsausbrüche? Sind Sie dazu nicht in der Lage? Ja, soll ich Ihnen hier einen vorspielen? Oder? Mir wäre es lieber, wenn Sie mir nichts vorspielen würden, sondern sich so, auch nicht vormachen, sondern sich so geben, wie Sie sind. Ja, ich bin so. Also. Schnappschüsse wie diese bleiben zu ihren Lebzeiten unter Verschluss. Sie konnte ja gut auftreten, hat sie auch ganz gerne gemacht, aber das hat sie kontrolliert. Und von daher ist das ja eine von den Politikerfrauen, der man nichts anhängen konnte, die man fast angegriffen hat für zu perfekt und zu, das ist ja fast ein Angriff, wenn man jemand nichts unterstellen kann, als dass er zu perfekt ist. Die Kanzlergattin macht sich stark für wohltätige Zwecke. 1983 gründet sie das Kuratorium ZNS, eine Hilfsorganisation für Unfallverletzte mit Schäden am zentralen Nervensystem. Sie sammelt Geld, um Leiden zu lindern. Endlich hat sie ihre eigene Bühne, auf der sie weit mehr als nur Staffage ist. Die Arbeit für die Stiftung oder was später zur Stiftung wurde, hat ja schon viel früher angefangen. Schon in den 70er Jahren, damals als Frau des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten, hat meine Mutter erste Arbeit in diese Richtung geleistet. Und für sie war es eigentlich eine Frage der Kontinuität und des Sinns. Sie wollte ein eigenes Thema aufbauen. Kontinuität ist auch im Privaten oberstes Gebot.
Hannelore verabscheut den immer gleichen Urlaub ins Salzkammergut nach Österreich. Doch für den Gatten sind die Bilder wichtig. Imagepflege. Auch in den Zeiten der Krise 1989. Die CDU will sich verjüngen, der alte Vorsitzende soll weichen. Da hat sich eine Biografie wieder geschlossen. Etwas Unerhofftes, an das man nicht geglaubt hat, war dann passiert. Helmut Kohl ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Als Kanzler der Einheit geht er in die Geschichte ein. Und die Frau an seiner Seite? Nur 3 Jahre später, im Februar 1993, beginnt Hannelore Kohls Martyrium mit einer fiebrigen Erkältung. Ärzte verschreiben standardmäßig Penicillin, ein fataler Fehler. Hannelore Kohl erleidet einen schweren Allergieschock. Sie verliert Haare und Nägel, ihre Haut verfärbt sich dunkelblau. In der Regel heilen die Symptome eines solchen Allergieschubs. Doch die Kanzlergattin entwickelt eine zunehmende Lichtempfindlichkeit. Ihre Haut reagiert mit Rötungen, Quaddeln und unerträglichem Juckreiz. Am Ende ihres Lebens kann Hannelore Kohl weder Licht noch Wärme ertragen. Im Juli 2001 hat sie die Sonne bereits 15 Monate nicht mehr gesehen. Also es ist ja so in der psychosomatischen Medizin, dass der Körper das, was passiert, erstmal abbildet. Auch stellvertretend für die Seele. Wenn sich die belastenden Faktoren summieren, kann das bedeuten, dass auch eine Hoffnungslosigkeit entsteht, die dann eine Heilung oder einen Zugang zur Krankheit unmöglich macht. Und dann gibt auch der kämpfende Mensch irgendwann auf. Sie, die ihr Leben lang gekämpft hat, kapituliert am Ende vor dem eigenen Körper. Im Abschiedsbrief an ihren Mann schreibt sie: Ich habe über viele Jahre um das Natürlichste von der Welt, um Licht und Sonne gekämpft, leider vergebens. Meine Hoffnung auf Heilung ist nach diesen 8 Jahren verschwunden. Es wäre eine Illusion zu glauben, dass doch noch ein Wunder geschieht. Wahljahr 1998. Hannelore Kohl hat ihren Mann nach Kräften unterstützt. Dabei ist sie bereits schwer krank. Doch das soll niemand wissen. Aufgeben ist das Letzte, was man sich erlauben darf, sagt sie. Sie hatte wirklich 2 Leben geführt. Das war also der letzte Beweis von dieser Teilung von ihrem Leben. Also vor den Fotografen, vor dem Fernsehen, in den Zeitungen war sie immer also die sehr gepflegte, sehr schöne Frau, die dann mit dem richtigen Spruch kam. Und zu Hause war sie natürlich eine andere Frau. Aber dann in diesem privaten Bereich war auch das Leiden, ja, körperliches Leiden, ihr seelisches Leiden, das kam nie nach außen hin. Doch der schöne Schein zeigt erste Risse. Pressevertreter mokieren sich über die vermeintliche Unnahbarkeit der Kanzlergattin. Maskenhaft und erstarrt sei ihr Lächeln geworden. Ohne es zu ahnen, treffen die Journalisten ins Schwarze. Das ist natürlich die sich verschärfende Krankheit. Über die Zeit ist die Krankheit immer schlimmer geworden. Das hat dazu geführt, dass sie eine Lichtempfindlichkeit entwickelt hat. Und wer im Rampenlicht steht, so wie meine Mutter damals, hat natürlich hier eine besondere Schwachstelle. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist sicherlich auch, dass sie nach diesen vielen Jahrzehnten
der politischen Begleitung und der Arbeit in diesem Bereich auch irgendwann müde geworden ist. 1998 wird Gerhard Schröder Bundeskanzler. Das Ende einer Ära. Für den Mann, der 16 Jahre lang die Geschicke der Republik geleitet hat, ist es eine schwere Stunde. Für seine Frau ist es die Chance auf einen Neuanfang. Meine Mutter hatte sehr konkrete Vorstellungen für die Zeit nach dem Amt. Und ihr großer Wunsch war es, in Berlin zu leben. Sie hat dort zwei Wohnungen gekauft, die sie liebevoll renoviert hat. Und der Traum war, ihr Lebenstraum war ein Alterssitz in Berlin und für sich selbst und ihren Mann eben dort auch das, was geleistet war. Und das war ja sehr viel, meine Eltern sind ja sehr erfolgreiche Leute, auch mit Würde, mit Anstand und mit Freude für sich selbst genießen zu können. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen wird. 1999 erschüttert die CDU-Spendenaffäre Deutschland und die Familie Kohl. Der Ex-Kanzler räumt ein, dass rund 2 Millionen D-Mark undeklariert in Parteikanäle geflossen sind. Er weigert sich, die Namen der Spender zu nennen, selbst als seine Frau ihn darum bittet. Das Ansehen des Altkanzlers ist ruiniert, auch wenn er den Vorwurf der Bestechlichkeit energisch von sich weist. So haben wir die Situation gehabt, dass eine Problematik meines Vaters in die Familie hineingeschwappt ist. Und dieses Hineinschwappen habe ich persönlich als vernichtenden Sturm empfunden. Es ging um Existenzvernichtung und am Ende sogar auch um Rufmord. Ganz konkret auch im Fall meiner Mutter, die ja von einigen auch instrumentalisiert wurde, um meinen Vater gezielt zum Fall zu bringen. Das Schweigen ihres Mannes hält Hannelore Kohl für falsch. Doch ein offener Disput kommt nicht in Frage. Wir haben den Krieg überlebt, wir werden auch das überleben, sagt sie. Zu den körperlichen Qualen kommen persönliche Erniedrigungen. Hannelore Kohl wird als Spendenhure beschimpft. Jemand behauptet sogar, sie habe Gelder für ihre Stiftung beiseite geschafft. Die Vorwürfe sind haltlos, doch sie fühlt sich völlig ausgeliefert. Die Spendenaffäre hat meiner Mutter ihr Gesicht genommen, ihre Würde und Menschen, denen sie vertraut hat und Organisationen, die sie lange Jahre unterstützt haben, haben sie schlicht und einfach im Stich gelassen. Und das hat sie zutiefst geschmerzt. Die Symptome werden schlimmer. Dass ihre Lichtallergie auch psychische Ursachen haben könnte, will Hannelore Kohl nicht wahrhaben. Im Mai 2000 ist die Schmerzreaktion auf Licht so stark, dass sie das Haus nicht mehr verlassen kann. Das Telefon wird zur Nabelschnur nach draußen. Mein Bruder und ich haben ja fast jeden Tag mit ihr gesprochen, haben sie auch oft besucht. Und das war natürlich eine belastete, eine bedrückende Atmosphäre. Für mich war es damals auch eine schwere Zeit, weil wir ja alle gerade am Ende der Spendenaffäre standen. Das war natürlich auch immer Thema. Und irgendwann sagte sie zu mir, ich möchte über nichts Trauriges mehr sprechen. Erzähl mir was Lustiges, erzähl mir, was du gemacht hast mit deinem Sohn oder wo wart ihr am Wochenende. Irgendwas Lustiges, erzähl mir Witze. Und so haben wir ganz ungewöhnliche Zeiten und Tage miteinander verbracht vor ihrem Tod. Es war so eine sehr widersprüchliche, eine sehr vielschichtige, eine sehr komplexe Situation, die ich eigentlich erst auch im Nachklang, sprich nach ihrem Tod, für mich habe sortieren können. Bis zum Schluss hält Hannelore Kohl Kontakt mit engen Freunden. Doch über ihre wahren Gefühle spricht sie mit niemandem. Ratlosigkeit, auch noch 13 Jahre später. Als sie mich dann kurz vor ihrem Tod noch mal eingeladen hat, hatte ich schon das Ticket für den Zug und konnte aber die Fahrt nicht antreten, weil ich mit einer akuten Nierenkolik ins Krankenhaus kam. Aber ich hatte zu der Zeit auch Angst, sie zu besuchen, weil ich wusste, ich kann nicht helfen als Freundin. Ich wusste schon, es geht ihr nicht gut. Und was mir eingefallen war, hatte ich schon getan.
Am 26. Mai 2001 heiratet der jüngste Sohn Peter seine türkische Lebensgefährtin Elif in Istanbul. Hannelore Kohl muss in Oggersheim bleiben. Warum meine Mutter sich das Leben genommen hat, das ist ihr Geheimnis. Das wissen wir nicht. Und das hat sie mit ins Grab genommen. Was aber sicherlich richtig ist, das ist, dass es mehrere Faktoren gab, die zusammengeflossen sind. Wie mehrere Flüsse, die dann gemeinsam ein gigantisches Hochwasser produzieren, in dem ein Mensch auch ertrinken kann. Während es seiner Frau immer schlechter geht, kämpft Helmut Kohl an einer anderen Front. Die Stasi-Unterlagenbehörde will seine Akte freigeben. Der Ex-Kanzler wehrt sich, reicht Klage ein. Seit den 70er Jahren wurden fast alle privaten Telefongespräche der Familie von der Stasi abgehört. Will Kohl verhindern, dass allzu Privates von damals an die Öffentlichkeit kommt? Immer wieder hatte es Gerüchte um außereheliche Affären gegeben. Auch Kohls alter Widersacher Franz Josef Strauß soll sie gestreut haben. Es fällt sogar ein Name. Juliane Weber, Helmut Kohls langjährige Büroleiterin. Stets hat sie jeden Verdacht von sich gewiesen. Später rückt eine andere Frau in den Fokus des Interesses. Maike Richter, ehemalige Beamtin im Kanzleramt. Zur Hochzeit im Mai 2008 sind die Söhne nicht geladen. Das Verhältnis ist zerrüttet. Ob meine Mutter über das Verhältnis mit Maike Bescheid gewusst hat, kann ich nicht sagen. Heute weiß ich viel mehr. Und ich kann es in keiner Weise ausschließen. Ich halte es sogar für sehr wahrscheinlich, dass dieses Verhältnis schon vor ihrem Tod existierte, dass sie auch darüber Bescheid wusste. Sie hat ja dazu auch eine Anspielung in ihrem Abschiedsbrief an meinen Vater hinterlassen. Und am Ende ist es eine große familiäre Katastrophe, wenn ein Familienmitglied sich selbst das Leben nimmt. Und jeder in dieser Familie, und das gilt nicht nur für unsere Familien, das gilt für alle Familien, muss sich einfach fragen, welchen Anteil hast du an diesem Thema gehabt? 4. Juli 2001. Hannelore Kohl ist allein zu Hause in Oggersheim. Ihre Haushaltshilfe hat diesen Mittwoch frei. Ihr Mann ist in Berlin. Obwohl es ihr schlecht geht, hat sie ihn bestärkt zu fahren. Das Urteil im Stasi-Aktenprozess soll an diesem Tag verkündet werden. Es war natürlich erschreckend, mit welcher Präzision sie dann ihren Abschied von diesem Planeten geplant hat, minutiös und so perfekt, wie sie vorher gute Ereignisse geplant hat. Denn in einem Haus, was so bewacht ist, den Moment zu finden, wo keiner da ist und 20 Briefe zu schreiben mit dem Datum heute oder mit keinem Datum, sondern heute und dann den Moment zu finden, das ist schon eine tragische, traurige Planung. Am späten Nachmittag fällt in Berlin das Urteil. Kohls Akte bleibt vorerst unter Verschluss. Die gute Nachricht wird Hannelore Kohl nicht mehr erreichen. Am nächsten Tag gegen 11 Uhr wird sie tot aufgefunden. Ich weiß noch ganz genau, es war fast genau 12 Uhr mittags. Ich kam aus einer Sitzung, ging den Gang in der Firma entlang. Meine Sekretärin kam mir ganz aufgeregt entgegen und sagte, Herr Kohl, Sie müssen sofort in Berlin anrufen. Da ist man schon alarmiert, wenn man dieses Gefühl auf einmal hat. Ich habe dann angerufen, Juliane Weber sagte nur einen Satz zu mir, Walter, deine Mutter ist tot. Und in dem Moment fällt der Boden raus. Also das ist nicht beschreibbar, was da passiert. Ich weiß noch, wie ich an meinem Schreibtisch stand, aus dem Fenster geguckt habe und irgendwie ist die ganze Welt verschwommen in diesem Moment.
Helmut Kohl erreicht die Nachricht vom Tod seiner Frau noch in Berlin. Ihr Abschiedsbrief schließt mit den Worten: Ich danke dir für ein Leben mit dir und an deiner Seite. Voller Ereignisse, Liebe, Glück und Zufriedenheit. Ich liebe dich und bewundere deine Kraft. Möge sie dir erhalten bleiben. Du hast noch viel zu tun. Wenn ich denke, wie sie ihren Abschied von dieser Welt, der ja eine tragische Lösung für sie ist, wie sie den noch versucht hat, nach außen hin für alle, die verwickelt werden konnten, noch schützend zu gestalten oder sich eben so zu verabschieden, dass nur das Gute überwiegt. Das, denke ich, gibt noch mal einen Hinweis, aus welchem Holz die Hannelore geschnitzt war, bis zum letzten Augenblick. Der Freitod als letzter Ausweg. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sich Hannelore Kohl erlaubt, aufzugeben. Selbstmord ist bekannterweise eine Waffe. Aber ich glaube nicht, dass sie es als eine Waffe benutzt hat. Ich glaube, das war für sie eine Befreiung. Sie war wirklich eine Frau ihrer Zeit. Und daran ist sie zugrunde gegangen. Auf die Frage, ob sie glücklich sei, hatte Hannelore Kohl einmal geantwortet: Ich glaube nicht, dass man generell glücklich sein kann. Glücklich ist man nur eine begrenzte Zeit. Ich bin zufrieden. Ich hatte schon schlechtere Tage. Nächstes Mal in History: Vom Schlachtfeld zur Union. Wie nach Jahrhunderten der Kriege eine Gemeinschaft entsteht. Die Deutschen und Europa. Hannelore Kohl wird als Spendenhure beschimpft. Jemand behauptet sogar, sie habe Gelder für ihre Stiftung beiseite geschafft. Die Vorwürfe sind haltlos, doch sie fühlt sich völlig ausgeliefert. Die Spendenaffäre hat meiner Mutter ihr Gesicht genommen, ihre Würde und Menschen, denen sie vertraut hat und Organisationen, die sie lange Jahre unterstützt haben, haben sie schlicht und einfach im Stich gelassen. Und das hat sie zutiefst geschmerzt. Die Symptome werden schlimmer. Dass ihre Lichtallergie auch psychische Ursachen haben könnte, will Hannelore Kohl nicht wahrhaben. Im Mai 2000 ist die Schmerzreaktion auf Licht so stark, dass sie das Haus nicht mehr verlassen kann. Das Telefon wird zur Nabelschnur nach draußen. Mein Bruder und ich haben ja fast jeden Tag mit ihr gesprochen, haben sie auch oft besucht. Und das war natürlich eine belastete, eine bedrückende Atmosphäre. Für mich war es damals auch eine schwere Zeit, weil wir ja alle gerade am Ende der Spendenaffäre standen. Das war natürlich auch immer Thema. Und irgendwann sagte sie zu mir: Ich möchte über nichts Trauriges mehr sprechen. Erzähl mir was Lustiges, erzähl mir, was du gemacht hast mit deinem Sohn oder wo wart ihr am Wochenende. Irgendwas Lustiges, erzähl mir Witze. Und so haben wir ganz ungewöhnliche Zeiten und Tage miteinander verbracht vor ihrem Tod. Es war so eine sehr widersprüchliche, eine sehr vielschichtige, eine sehr komplexe Situation, die ich eigentlich erst auch im Nachklang, sprich nach ihrem Tod, für mich habe sortieren können. Bis zum Schluss hält Hannelore Kohl Kontakt mit engen Freunden. Doch über ihre wahren Gefühle spricht sie mit niemandem. Ratlosigkeit, auch noch 13 Jahre später. Als sie mich dann kurz vor ihrem Tod noch mal eingeladen hat, hatte ich schon das Ticket für den Zug und konnte aber die Fahrt nicht antreten, weil ich mit einer akuten Nierenkolik ins Krankenhaus kam. Aber ich hatte zu der Zeit auch Angst, sie zu besuchen, weil ich wusste, ich
Ich kann nicht helfen als Freundin. Ich wusste schon, es geht dir nicht gut. Und was mir eingefallen war, hatte ich schon getan. Am 26. Mai 2001 heiratet der jüngste Sohn Peter seine türkische Lebensgefährtin Elif in Istanbul. Hannelore Kohl muss in Oggersheim bleiben. Warum meine Mutter sich das Leben genommen hat, das ist ihr Geheimnis. Das wissen wir nicht. Und dass diese Dinge einen Menschen ein Leben lang begleiten und auch in der Werteskala beeinflussen, das ist ganz klar. Im Juli 1945 endet die Flucht der Familie Renner in der Pfalz. Hannelore ist jetzt 12 Jahre alt. Ein Flüchtlingskind in der Fremde. Ein Leben lang wird sie die Angst begleiten, erneut alles zu verlieren. Über 50 Jahre später kehrt die Ohnmacht mit aller Wucht zurück. Die Spendenaffäre ihres Mannes stellt für sie alles Geleistete in Frage. Noch einmal, scheint ihr, kann sie alles verlieren. Dabei hatte es so vielversprechend begonnen. Am 27. Juni 1960 heiraten Hannelore und Helmut Kohl in der St. Josefskirche in Ludwigshafen-Friesenheim. Bereits 7 Jahre kennen sich die beiden. Sie ist damals erst 16, er ihr Tanzstundenherr. Hallo Egon. Kennst du die? Wer ist denn das? Das ist ein Flüchtlingsmädchen aus dem Osten. Dresden oder so. Ein Sachsenmädchen. Helmut Kohl ist begeistert von der hübschen Blondine. Eine Aufstellung nehmen, bitte. Zu Glenn Millers In the Mood springt der Funke über. Ich heiße Kohl, Helmut Kohl. Hannelore Renner. Helmut Kohl hat eine ungeheure Begabung. Ich würde sagen, fast ein Genie. Leute herauszusuchen, die ihm immer treu und loyal bleiben würden, die ihm immer beistehen würden, immer helfen würden, immer fördern würden. Und ich glaube, instinktiv, mehr als rationell, hat er in Hannelore gesehen, das ist die Frau, die er braucht. Auch Hannelore ist angetan vom Tanzstundenpartner. Seine braunen Augen und das selbstsichere Auftreten imponieren der 16-Jährigen, die der Krieg tief geprägt hat. Eine Auswirkung ist gewesen, dass wir uns sehr früh einen starken Partner zur Seite gesucht haben oder gefunden haben und dann alles getan haben, um etwas wieder aufzubauen. Also dieser Nestbau oder Familienaufbau-Drang, ich denke, der hatte was mit dem kompletten Verlust zu tun. Eine zunehmende Lichtempfindlichkeit. Ihre Haut reagiert mit Rötungen, Quaddeln und unerträglichem Juckreiz. Am Ende ihres Lebens kann Hannelore Kohl weder Licht noch Wärme ertragen. Im Juli 2001 hat sie die Sonne bereits 15 Monate nicht mehr gesehen. Also es ist ja so in der psychosomatischen Medizin, dass der Körper das, was passiert, erstmal abbildet. Auch stellvertretend für die Seele. Wenn sich die belastenden Faktoren summieren, kann das bedeuten, dass auch eine Hoffnungslosigkeit entsteht, die dann eine Heilung oder einen Zugang zur Krankheit unmöglich macht. Und dann gibt auch der kämpfende Mensch irgendwann auf. Sie, die ihr Leben lang gekämpft hat, kapituliert am Ende vor dem eigenen Körper. Im Abschiedsbrief an ihren Mann schreibt sie: Ich habe über viele Jahre um das Natürlichste von der Welt, um Licht und Sonne gekämpft, leider vergebens. Meine Hoffnung auf Heilung ist nach diesen 8 Jahren verschwunden. Es wäre eine Illusion zu glauben, dass doch noch ein Wunder geschieht. Wahljahr 1998. Hannelore Kohl hat ihren Mann nach Kräften unterstützt.
Dabei ist sie bereits schwer krank. Doch das soll niemand wissen. Aufgeben ist das Letzte, was man sich erlauben darf, sagt sie. Sie hatte wirklich zwei Leben geführt. Das war also der letzte Beweis von dieser Teilung von ihrem Leben. Also vor den Fotografen, vor dem Fernsehen, in den Zeitungen war sie immer also die sehr gepflegte, sehr schöne Frau, die dann mit dem richtigen Spruch kam. Und zu Hause war sie natürlich eine andere Frau. Aber dann in diesem privaten Bereich war auch das Leiden, ja, körperliches Leiden, ihr seelisches Leiden, das kam nie nach außen hin. Doch der schöne Schein zeigt erste Risse. Pressevertreter mokieren sich über die vermeintliche Unnahbarkeit der Kanzlergattin. Maskenhaft und erstarrt sei ihr Lächeln geworden. Ohne es zu ahnen, treffen die Journalisten ins Schwarze. Das ist natürlich die sich verschärfende Krankheit. Über die Zeit ist die Krankheit immer schlimmer geworden. Das hat dazu geführt, dass sie eine Lichtempfindlichkeit entwickelt hat. Und wer im Rampenlicht steht, so wie meine Mutter damals, hat natürlich hier eine besondere Schwachstelle. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist sicherlich auch, dass sie nach diesen vielen Jahrzehnten der einen Zugang zur Krankheit unmöglich macht. Und dann gibt auch der kämpfende Mensch irgendwann auf. Sie, die ihr Leben lang gekämpft hat, kapituliert am Ende vor dem eigenen Körper. Im Abschiedsbrief an ihren Mann schreibt sie: Ich habe über viele Jahre um das Natürlichste von der Welt, um Licht und Sonne gekämpft, leider vergebens. Meine Hoffnung auf Heilung ist nach diesen 8 Jahren verschwunden. Es wäre eine Illusion zu glauben, dass doch noch ein Wunder geschieht. Wahljahr 1998. Hannelore Kohl hat ihren Mann nach Kräften unterstützt. Dabei ist sie bereits schwer krank. Doch das soll niemand wissen. Aufgeben ist das Letzte, was man sich erlauben darf, sagt sie. Sie hatte wirklich zwei Leben geführt. Das war also der letzte Beweis von dieser Teilung von ihrem Leben. Also vor den Fotografen, vor dem Fernsehen, in den Zeitungen war sie immer also die sehr gepflegte, sehr schöne Frau, die dann mit dem richtigen Spruch kam. Und zu Hause war sie natürlich eine andere Frau. Aber dann in diesem privaten Bereich war auch das Leiden, ja, körperliches Leiden, ihr seelisches Leiden, das kam nie nach außen hin. Doch der schöne Schein zeigt erste Risse. Pressevertreter mokieren sich über die vermeintliche Unnahbarkeit der Kanzlergattin. Maskenhaft und erstarrt sei ihr Lächeln geworden. Ohne es zu ahnen, treffen die Journalisten ins Schwarze. Das ist natürlich die sich verschärfende Krankheit. Über die Zeit ist die Krankheit immer schlimmer geworden. Das hat dazu geführt, dass sie eine Lichtempfindlichkeit entwickelt hat. Und wer im Rampenlicht steht, so wie meine Mutter damals, hat natürlich hier eine besondere Schwachstelle. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist sicherlich auch, dass sie nach diesen vielen Jahrzehnten der politischen Begleitung und der Arbeit in diesem Bereich auch irgendwann müde geworden ist. 1998 wird Gerhard Schröder Bundeskanzler. Das Ende einer Ära. Für den Mann, der 16 Jahre lang die Geschicke der Republik geleitet hat, ist es eine schwere Stunde. Für seine Frau ist es die Chance auf einen Neuanfang. Meine Mutter hatte sehr konkrete Vorstellungen für die Zeit nach dem Amt. Und ihr großer Wunsch war es, in Berlin zu leben. Sie hat dort 2 Wohnungen gekauft, die sie liebevoll renoviert hat. Und der Traum war, ihr Lebenstraum war, ein Alterssitz in Berlin und für sich selbst und ihren Mann eben dort auch das, was geleistet war. Und das war ja sehr viel. Meine Eltern sind ja sehr erfolgreich. Und diszipliniert wirkte. Und wenn die hier ankamen, dann umarmte man sich. Die war ja extrem herzlich und in der Nähe ganz, ganz locker. Also alles andere als irgendwie puppenmäßig. Das fand ich natürlich immer ungerecht, wie sie nach außen gezeigt wurde. Ich kannte sie ja anders. Die Erziehung der beiden Söhne Walter und Peter übernimmt Hannelore Kohl weitgehend allein.
Die Familienidylle ist gestellt. Auftritte wie diese sind ihr unangenehm. Und nicht nur ihr. Ja, aber die Kameras, das ist schon interessant. Aber die Arbeit dann, die sie verrichten bei uns oder in unserem Haus, das ist dann weniger interessant. Dass du jetzt zum Beispiel hier stehen musst. Ja, zum Beispiel. Es wäre völlig falsch, wenn man sagen würde, wir leben genauso wie andere. Es ist nicht nur die Abwesenheit, es gibt viele Berufe, die das auch haben. Damit kann man fertig werden. Es gibt noch mehr. Es gibt die Popularität, würde ich sagen, die sich bestimmt auf Kinder pädagogisch gesehen sehr negativ auswirkt. Und ich muss da heftig gegensteuern. Helmut Kohl gibt unverhohlen zu, dass die Erziehung allein Sache seiner Frau sei. Einen Elternabend habe er nie besucht. Er müsse schließlich Politik machen. Seine Kinder werden notgedrungen Muttersöhne. Meine Mutter hatte eine gewisse Strenge im Sinne der preußischen Tugenden. Aber sie hatte auch eine sehr fröhliche und eine, ich sag mal, abenteuerlustige Seite. Also schon in den 70er Jahren, wo das sehr ungewöhnlich war, sind wir nach Marokko gefahren, nach Tunesien gefahren, haben Wüstentouren gemacht. Also für einen Teenager, einen Jugendlichen total aufregende Dinge in einer Zeit, wo das noch völlig unüblich war. Meine Mutter war auch immer ein Abenteurer im Sinne von, das Neue ist interessant, das Neue ist nicht bedrohlich. Für sie war immer sehr wichtig, dass wir mehrere Fremdsprachen haben, dass wir Fachkompetenz haben. Ein Credo war, das, was du kannst, das, was du weißt, kann dir niemand nehmen. Konflikten mit ihrem Mann geht Hannelore Kohl konsequent aus dem Weg. Dabei leidet sie sehr darunter, dass allein seine politischen Verpflichtungen den Familienalltag bestimmen. Doch die Familienhygiene, wie sie es nennt, verbietet jede Auseinandersetzung. Das ist ihr Selbstkonzept gewesen. Ich denke nicht, dass sie sich da als Opfer gefühlt hat. Das gehörte einfach zu ihr. Das, denke ich, ist sicherlich auch eine Frucht dieser doch sehr disziplinierten Erziehung und der Zielstrebigkeit. Erst Jahrzehnte später offenbart. Glaube es mir. Es fällt mir sehr schwer, dich nach 41 Ehejahren zu verlassen. Aber ein langes Sichtum in Dunkelheit will ich mir und dir ersparen. Bilder einer wohlbehüteten Kindheit. Hannelore Kohl, geborene Renner, wächst in Leipzig auf. Ihr Vater Wilhelm tritt nach Hitlers Machtübernahme in die Partei ein und macht eine steile Karriere als Ingenieur. Um die Erziehung kümmert sich Mutter Irene. Sie stammt aus gutbürgerlichem Hause und gibt dem einzigen Kind feste Prinzipien mit auf den Lebensweg. Selbstdisziplin, Loyalität, Treue. Als ich ungefähr, ich glaube, 3 Jahre war, zog Familie Renner eine Etage über uns ins Haus herein. Und ab da waren wir Spielkameraden und Sandkistenfreundinnen. Wir haben wunderbar zusammen gespielt und wir hatten einen Garten und asphaltierten Hof, waren den ganzen Tag unterwegs und haben also alles gemacht, was Kinder gemacht haben. Also wir mochten uns fertig. Eine unbeschwerte Kindheit. Bis der Krieg nach Leipzig kommt. In den frühen Morgenstunden des 4. Dezember 1943 fliegen alliierte Bomber den bisher schwersten Angriff auf die sächsische Metropole. Weite Teile der Stadt werden zerstört. 100.000 Menschen verlieren ihr Zuhause. Wir standen als Kinder natürlich völlig verschreckt in einem fürchterlichen, nicht enden wollenden Feuersturm. Dann sind wir wenige Tage später beide aus der Monkbystraße weggegangen und für mich aufs Nimmerwiederbesehen. Wir sind ja dann nicht zurück, weil 1945 diese Wohnung auch mit zerstört war. Damit war alles, was ich als eine
beschützte, behütete Kindheit bezeichnen würde. Ja, damit war ein Lebensabschnitt für uns alle erstmal komplett beendet. Familie Renner wird getrennt. Der Vater muss vorerst in Leipzig bleiben. Für seine Frau und Tochter Hannelore beginnt eine Odyssee. Schutz und heimatlos werden sie zu Treibgut des Krieges. Obwohl es ihr schlecht geht, hat sie ihn bestärkt zu fahren. Das Urteil im Stasi-Aktenprozess soll an diesem Tag verkündet werden. Es war natürlich erschreckend, mit welcher Präzision sie dann ihren Abschied von diesem Planeten geplant hat. Minutiös und so perfekt, wie sie vorher gute Ereignisse geplant hat. Denn in einem Haus, was so bewacht ist, den Moment zu finden, wo keiner da ist, und 20 Briefe zu schreiben mit dem Datum heute oder mit keinem Datum, sondern heute, und dann den Moment zu finden, das ist schon eine tragische, traurige Planung. Am späten Nachmittag fällt in Berlin das Urteil. Kohls Akte bleibt vorerst unter Verschluss. Die gute Nachricht wird Hannelore Kohl nicht mehr erreichen. Am nächsten Tag gegen 11 Uhr wird sie tot aufgefunden. Ich weiß noch ganz genau, es war fast genau 12 Uhr mittags. Ich kam aus einer Sitzung, ging den Gang in der Firma entlang. Meine Sekretärin kam mir ganz aufgeregt entgegen und sagte, Herr Kohl, Sie müssen sofort in Berlin anrufen. Da ist man schon alarmiert, wenn man dieses Gefühl auf einmal hat. Ich habe dann angerufen, Juliane Weber sagte nur einen Satz zu mir, Walter, deine Mutter ist tot. Und in dem Moment fällt der Boden raus. Also das ist nicht beschreibbar, was da passiert. Ich weiß noch, wie ich an meinem Schreibtisch stand, aus dem Fenster geguckt habe und irgendwie ist die ganze Welt verschwommen in diesem Moment. Helmut Kohl erreicht die Nachricht vom Tod seiner Frau noch in Berlin. Ihr Abschiedsbrief schließt mit den Worten: Ich danke dir für ein Leben mit dir und an deiner Seite, voller Ereignisse, Liebe, Glück und Zufriedenheit. Ich liebe dich und bewundere deine Kraft. Möge sie dir erhalten bleiben. Du hast noch viel zu tun. Wenn ich denke, wie sie ihren Abschied von dieser Welt, der ja eine tragische Lösung für sie ist, wie sie den noch versucht hat, nach außen hin für alle, die verwickelt werden konnten, noch schützend zu gestalten oder sich eben so zu verabschieden, dass nur das Gute überwiegt. Das, denke ich, gibt noch mal einen Hinweis, aus welchem Holz die Hannelore geschnitzt war, bis zum letzten Augenblick. Der Schein zeigt erste Risse. Pressevertreter mokieren sich über die vermeintliche Unnahbarkeit der Kanzlergattin. Maskenhaft und erstarrt sei ihr Lächeln geworden. Ohne es zu ahnen, treffen die Journalisten ins Schwarze. Das ist natürlich die sich verschärfende Krankheit. Über die Zeit ist die Krankheit immer schlimmer geworden. Das hat dazu geführt, dass sie eine Lichtempfindlichkeit entwickelt hat. Und wer im Rampenlicht steht, so wie meine Mutter damals, hat natürlich hier eine besondere Schwachstelle. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist sicherlich auch, dass sie nach diesen vielen Jahrzehnten der politischen Begleitung und der Arbeit in diesem Bereich auch irgendwann müde geworden ist. 1998 wird Gerhard Schröder Bundeskanzler. Das Ende einer Ära. Für den Mann, der 16 Jahre lang die Geschicke der Republik geleitet hat, ist es eine schwere Stunde. Für seine Frau ist es die Chance auf einen Neuanfang. Meine Mutter hatte sehr konkrete Vorstellungen für die Zeit nach dem Amt. Und ihr großer Wunsch war es, in Berlin zu leben. Sie hat dort zwei Wohnungen gekauft, die sie liebevoll renoviert hat. Und ihr Lebenstraum war ein Alterssitz in Berlin
und für sich selbst und ihren Mann eben dort auch das, was geleistet war, und das war ja sehr viel, meine Eltern sind ja sehr erfolgreiche Leute, auch mit Würde, mit Anstand und mit Freude für sich selbst genießen zu können. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen wird. 1999 erschüttert die CDU-Spendenaffäre Deutschland und die Familie Kohl. Der Ex-Kanzler räumt ein, dass rund 2 Millionen D-Mark undeklariert in Parteikanäle geflossen sind. Er weigert sich, die Namen der Spender zu nennen, selbst als seine Frau ihn darum bittet. Das Ansehen des Altkanzlers ist ruiniert, auch wenn er den Vorwurf der Bestechlichkeit energisch von sich weist. Also haben wir die Situation gehabt, dass eine Problematik meines Vaters in die Familie hineingeschwappt ist. Und dieses Hineinschwappen habe ich persönlich als vernichtenden Sturm empfunden. Es ging um Existenzvernichtung und am Ende sogar auch um Rufmord. Ganz konkret auch im Fall meiner Mutter, die ja von einigen auch instrumentalisiert wurde, um meinen Vater gezielt zum Fall zu bringen. Das Schweigen ihres Mannes hält Hannelore Kohl für falsch. Doch ein offener Disput kommt nicht in Frage. Wir haben den Krieg überlebt, wir werden auch das überleben, sagt sie. So. Dr. Helmut Kohl, Chancellor of the Federal Republic of Germany, and Mrs. Kohl, arriving! Politisch gilt sie als Leichtgewicht. Wie ihr Mann wird auch sie gern unterschätzt. Also meine Mutter als unpolitisch zu bezeichnen, ist absolut falsch. Meine Mutter war stets ein sehr politisch interessierter Mensch und sie war auch politisch sehr bewandert. Sie war auch lange Jahre ein hoch angesehener Gast auf dem internationalen Parkett. Und viele haben ja nicht zu Unrecht gesagt, sie war eine Geheimwaffe der deutschen Diplomatie. Manchem aber bleibt die First Lady zu kontrolliert, zu unnahbar. Eine Schutzmauer, die niemand durchbrechen kann. Diese Selbstkontrolle, von der Sie immer sprechen, verhindert ja, oder erschwert doch Gefühlsausbrüche. Was heißt hier Gefühlsausbrüche? Sind Sie dazu nicht in der Lage? Ja, soll ich Ihnen hier einen vorspielen? Oder? Mir wäre es lieber, wenn Sie mir nichts vorspielen würden, sondern sich so, auch nicht vormachen, sondern sich so geben, wie Sie sind. Ja, ich bin so. Also. Schnappschüsse wie diese bleiben zu ihren Lebzeiten unter Verschluss. Sie konnte ja gut auftreten, hat sie auch ganz gerne gemacht, aber das hat sie kontrolliert. Und von daher ist das ja eine von den Politikerfrauen, der man nichts anhängen konnte, die man fast angegriffen hat für zu perfekt und zu, das ist ja fast ein Angriff, wenn man jemand nichts unterstellen kann, als dass er zu perfekt ist. Die Kanzlergattin macht sich stark für wohltätige Zwecke. 1983 gründet sie das Kuratorium ZNS, eine Hilfsorganisation für Unfallverletzte mit Schäden am zentralen Nervensystem. Sie sammelt Geld, um Leiden zu lindern. Endlich hat sie ihre eigene Bühne, auf der sie weit mehr als nur Staffage ist. Die Arbeit für die Stiftung oder was später zur Stiftung wurde, hat ja schon viel früher angefangen. Schon in den 70er Jahren, damals als Frau des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten, hat meine Mutter erste Arbeit in diese Richtung geleistet. Und für sie war es eigentlich eine Frage der Kontinuität und des Sinns. Sie wollte ein eigenes Thema aufbauen. Kontinuität ist auch im Privaten oberstes Gebot. Hannelore verabscheut den immer gleichen Urlaub ins Salzkammer. Doch das soll niemand wissen. Aufgeben ist das Letzte, was man sich erlauben darf, sagt sie. Sie hatte wirklich zwei Leben geführt. Das war also der letzte Beweis von dieser Teilung von ihrem Leben.
Also vor den Fotografen, vor dem Fernsehen, in den Zeitungen war sie immer also die sehr gepflegte, sehr schöne Frau, die dann mit dem richtigen Spruch kam. Und zu Hause war sie natürlich eine andere Frau. Aber dann in diesem privaten Bereich war auch das Leiden, ja, körperliches Leiden, ihr seelisches Leiden, das kam nie nach außen hin. Doch der schöne Schein zeigt erste Risse. Pressevertreter mokieren sich über die vermeintliche Unnahbarkeit der Kanzlergattin. Maskenhaft und erstarrt sei ihr Lächeln geworden. Ohne es zu ahnen, treffen die Journalisten ins Schwarze. Das ist natürlich die sich verschärfende Krankheit. Über die Zeit ist die Krankheit immer schlimmer geworden. Das hat dazu geführt, dass sie eine Lichtempfindlichkeit entwickelt hat. Und wer im Rampenlicht steht, so wie meine Mutter damals, hat natürlich hier eine besondere Schwachstelle. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist sicherlich auch, dass sie nach diesen vielen Jahrzehnten der politischen Begleitung und der Arbeit in diesem Bereich auch irgendwann müde geworden ist. 1998 wird Gerhard Schröder Bundeskanzler. Das Ende einer Ära. Für den Mann, der 16 Jahre lang die Geschicke der Republik geleitet hat, ist es eine schwere Stunde. Für seine Frau ist es die Chance auf einen Neuanfang. Meine Mutter hatte sehr konkrete Vorstellungen für die Zeit nach dem Amt. Und ihr großer Wunsch war es, in Berlin zu leben. Sie hat dort zwei Wohnungen gekauft, die sie liebevoll renoviert hat. Und der Traum war, ihr Lebenstraum war, ein Alterssitz in Berlin und für sich selbst und ihren Mann eben dort auch das, was geleistet war, und das war ja sehr viel, meine Eltern sind ja sehr erfolgreiche Leute, auch mit Würde, mit Anstand und mit Freude für sich selbst genießen zu können. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen wird. 1999 erschüttert die CDU-Spendenaffäre Deutschland und die Familie Kohl. Der Ex-Kanzler räumt ein, dass rund 2 Millionen D-Mark undeklariert in Parteikanäle geflossen sind. Er weigert sich, die Namen der Spender zu nennen, selbst als seine Frau ihn darum bittet. Das Ansehen des Altkanzlers ist ruiniert, auch wenn er den Vorwurf der Bestechlichkeit energisch von sich weist.